Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich was ganz Tolles für euch. Und zwar wurde mir letzte Woche ein Brettspiel zugeschickt. Und zwar hier World Control, bei dem es darum geht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und zwar mit geschicktem Handel treiben und Städte annektieren und halten und kluge Strategien entwickeln. Im Prinzip ist es, wenn man das so das erste Mal sieht, ich werde euch jetzt ein bisschen so die Karte von oben und so zeigen, sieht es aus wie Monopoly. Ist wirklich so. Also es ist auch, baut auf Monopoly, sage ich mal, auf. Hat sich jemand clever Gedanken gemacht. Sehr gerne Risiko. Und schon als 15-, 16-jähriger Bub habe ich gern Risiko gespielt. Und da hat sich jemand hingesetzt und hat das Beste, das, was am Risiko Spaß macht, nämlich die Länder erobern und Truppen verschieben und Strategie, verwoben mit dem Monopoly-Konzept. Und es ist richtig gut geworden. Also Gratulation an den, der das da entwickelt hat. So, ich zeige euch jetzt so die Unterschiede, was so der Kern ist, wenn ihr ein Monopoly erwartet, wenn ihr das Brett seht und erwartet ein Monopoly, was cooler ist als Monopoly, was euer das erweitert. Also ich zeige euch jetzt quasi in dem Video die Mischung aus Monopoly und Risiko, die ich an dem Spiel so geil finde. So, jetzt ziehen wir mal. Vier. Eins, zwei, drei, vier. So, in dem Fall ist das Pyongyang. Das könnte ich jetzt kaufen für 20 Billionen. Ist günstig. So, 20, also zweimal die 10 Billionen YOLO-Scheine. So. Und damit ich jetzt Pyongyang das besitze ich jetzt, aber es bringt mir noch nichts. So, ich habe das jetzt gekauft, Pyongyang. Jetzt habe ich die Möglichkeit, einmal, entweder ich lege einen Panzer sicher hin, zack, oder ich entscheide mich dafür, dass ich mit meinen drei braunen Würfeln würfel. Und hier Pyongyang ist ein Zweierfeld. Das heißt, die sind alle unterschiedlich je nach Gebiet. Beim Zweierfeld. Ich müsste jetzt. So, ich habe jetzt gewürfelt mit den drei Dingern. Ich kann also bis zu drei Panzer hinsetzen. In dem Fall müssen sie alle mindestens drei sein, weil zwei, also höher als zwei. Hier, die beiden hätte ich geschafft. Den hätte ich nicht geschafft, weil er eine 2 hat. Jetzt dürfte ich statt dem einen Panzer zwei Panzer hinsetzen. So. Und würde das nächste Mal, wenn ich auf das Feld komme, eine Waffenkarte ziehen, die ich eintauschen kann gegen Geld. Jetzt zeige ich euch, wie Angriffe funktionieren. Also ich bin ja Spieler 1. Ich habe Jakarta vorhin erspielt. Und Spieler 2 möchte das jetzt, ist jetzt drauf gekommen. Dumm, dumm, Jakarta. Ich sage, ey, ich habe hier drei Panzer. Drei Panzer sind 300 Billionen. Bitte, gib mir 300 Billionen. Und normalerweise würde das so passieren jetzt? Er würde mir 300 Billionen geben, aber in World Control kann er auch sagen: Schleich dich, ich hole mir dein ganzes Dorf, ich zahle dir nichts. Dafür hat das Spiel Kampfwürfel integriert. Die weißen sind für den Angreifer, für den Verteidiger und die roten sind für den Angreifer. Das sind jetzt dann die Risikoregeln quasi. Das war blöd, weil in dem Fall hatte nur drei Panzer, also greift er auch nur mit drei an. So, und verteidigt auch nur mit drei. So, also Risikoregeln. Der Angreifer würfelt, also beide würfeln gleichzeitig, aber ich habe nur eine Hand. So, und die werden dann nach Größe sortiert hingelegt. 4, 2, 1 in dem Fall. Ja, 4, 2, 2. Verteidiger würfelt. Du kriegst mich nicht! Und wird auch der Größe nach hingelegt. Zack, zack, das waren Zweier. So,
Wenn der Angreifer höher hat als der Verteidiger, muss er einen Panzer weggeben. In dem Fall sind aber die beiden gleich, verliert er einen Angriff. Hier hat der Verteidiger höher als der Angreifer. Und hier ebenfalls. So, seine ganze Streitmacht ist besiegt für den Angriff. Deshalb werden jetzt 300 Billionen fällig und er hat zusätzlich die Panzer verloren. Aber in der alternativen Realität hätte es auch so sein können. So, 6, 5, 3. Ey, wie das gerade gepasst hat, wieder 6, 5, das ist so geil. So, in dem Fall jeder Angreiferwürfel höher als der Verteidigerwürfel. 6 schlägt 4. 5 schlägt 4. Und 3 schlägt 2 hin. Nein! Und deshalb ist jetzt seine Welt kaputt. Dum-di-dum-di-dum. Ha-ha-ha. Niemals wirst du mich besiegen. Und die gehört jetzt ihm. Ist das nicht lustig? Ich finde das lustig. So, und das ist im Prinzip der Kniff. Und weil das nicht nur halt quasi ein Monopoly-Klon ist, sondern sehr ein strategisch sehr anspruchsvolles Spiel, gibt es noch eine Sache, die anders ist gegenüber Monopoly oder den Klonen. So, ich habe jetzt hier Singapur. Das bringt mir, da hier, bringt mir Gold und Chemie. So, dann habe ich noch meinen Gegner hier. Nehmen wir, damit es einfacher ist, damit ich das mit der Kamera schön machen kann. Mein Gegner hier hat Buenos Aires, na, hat Caracas. Wo ist die Caracas-Karte? So. Mein Mitspieler hier, mein Gegner hier hat die Caracas-Karte. Dumm, 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 dumm. Und hat auch drei Panzer. So, die. So. Jetzt bin ich hier. Mein gelber Spieler geht. Dumm, 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 dumm. Ich bin in Singapur, also würde ich jetzt erstmal das und das aus dem Aktienmarkt kriegen. Also in dem Fall war das Öl und Chemie. Zack, je einen Chip davon würde ich bekommen. Aber das ist jetzt unerheblich, weil mir geht es hauptsächlich darum, ich könnte jetzt einen Airstrike machen auf ihn. Dann müsste ich wieder quasi mit meinen Einmarschierungswürfeln, Marschbefehlwürfeln schauen, damit ich überhaupt in, über die Grenze, das ist die Grenze zur Caracas, die schwarze Linie, damit ich überhaupt über die Grenze komme, muss ich höher als vier würfeln. Ups, mit zwei Würfeln. Da habe ich jetzt geschummelt. Das ist 6 und 12. Also in dem Fall, Fliegeralarm, greifen wir jetzt seine zwei an. Und dann ging es wieder mit dem Würfel. Zwei Verteidigerwürfel, zwei Angreiferwürfel. Ich mache jetzt in dem Fall mal für ihn. 2-1. Also so hin, zack. Die höchst nach dem höchsten Wert geordnet. Zack, zack. Und dann ist er schon, der Onkel, ist er schon besiegt. Also ich, der Angreifer. Weil Verteidiger schlägt Angreifer beim gleichen Wert. So, jetzt habe ich die beiden verloren. Die gehen ins Grab. Und meine Verteidigung ist geschwächt. Anders kann ich machen. Ich bin jetzt hier. Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt auf Sydney gelandet. Das würde mir auch gehören. Irgendwo auf der anderen, auf der Welt, irgendwas. Also ich kann hingehen, wo ich möchte, wo mir was gehört. Ich mache es jetzt aber als Beispiel hier, da, damit ich das verdeutlichen könnte. Ich weiß, dass der Eumel hier bald in meinem Gebiet ist und könnte jetzt sagen, ich bin jetzt hier drauf gewandert. Dum, di, dum, di, dum. Oh, da habe ich drei Panzerdivisionen. So, die könnte ich theoretisch, wenn ich möchte, wenn ich es riskieren möchte, auch hierhin verschieben. Müsste ich wieder Würfel, Würfel, zwei Würfel, weil zwei Panzerdivisionen verschiebe ich. Ich darf nur bis zu zwei machen. Und muss mindestens fünf, weil das ist ein Fünfergebiet. Einmal sechs, einmal drei.
Das heißt, ein Panzer stirbt und ich könnte einen drauflegen. So. Hier bin ich ja drauf gestiegen. Da waren noch nicht 5 Panzer. Wenn ich noch Panzer in meinem Panzervorrat hätte, jedes Mal, wenn ich in das Gebiet komme, wenn ich da drauf steige, kann ich einen Panzer drauflegen. Oder eben bis zu mit Würfeln bis zu 3. Also das geht so lange, bis es voll ist. Ja. Gut. Hier das, die Felder, das könnt ihr dann selbst entdecken, wenn euch das Spiel interessiert und ihr das kaufen wollt. Das wäre jetzt das Urlaubsfeld. Da kann man aussuchen, irgendwo auf eine von unseren Städten. Also in dem Fall würde ich nach Sydney gehen, weil ich bin halt schon da. Kann ich mir aussuchen. Bringt mir nichts. Ist nur, damit ich halt nicht da... Naja, das ist jetzt ein blödes Beispiel. Aber ich könnte, wenn ich da drauf käme und ich weiß, dass das alles dem Gegner gehört, könnte ich mich einfach wieder da in mein Gebiet setzen und könnte wieder da laufen. Also das Spiel ist sehr strategisch. Es ist baut auf Monopoly auf dem Brett quasi auf, aber erweitert es doch ziemlich geil um Strategie. Also ein voll genialer Mix. Da meine GoPro. Ein voll genialer Mix. So, also Fazit. Ich finde das Spiel sehr schön verarbeitet, es ist wertig. Das Einzige, was ich nicht so wertig finde, sind hier die Karten. Die kann man, wenn man das dann später mal, wenn das ein Erfolg wird und sie weiten das und machen dann eine zweite Auflage, hätte ich gerne, dass die Karten auch keine Zettel sind, sondern richtige Karten, so wie die hier. Ich meine, was soll das? Ansonsten habe ich jetzt über 1,5 Stunden mit dem Spiel verbracht und ich finde es klasse, es ist echt eine schöne Erweiterung zu dem, was man halt schon kennt. Ich meine, wenn man das Spiel das erste Mal sieht, wenn ihr das Foto seht von dem Brett, ist der erste Gedanke, es ist Monopoly. Das war mein erster Gedanke, das ist euer erster Gedanke, aber es ist eben nicht Monopoly. Es baut auf Monopoly auf oder auf einen Monopoly-Klon, ich weiß gar nicht, ob man Monopoly sagen darf, von Monopoly aufs Spiel selbst. Also das Brett ist halt rechteckig und man nimmt Gebiete ein, wie bei den anderen Spielen. Aber der Clou ist, dass das Spiel sehr auf Angreifen, auf Verteidigen, auf Strategie ausgelegt ist. Also du wirst es nicht schaffen, dass du den Gegner besiegst, nur mit Städte kaufen quasi, weil du musst ihn besiegen quasi mit deinem Verstand. Mit Panzer wollte ich. Ich wollte sagen mit Panzer, aber es ist ja nicht nur Gewalt, es ist auch ein Verstand. Du musst überlegen, greife ich, wenn du in ein Gebiet auf ein Gebiet kommst, den dem Gegner gehört, hast du die Wahl, dass du einfach Geld bezahlst. Oder du kannst ihn angreifen, du kannst sein Gebiet schwächen. Wenn du genug Panzer hast und genug Geld, kannst du sagen, hey, ich nehme ihm einfach die Panzer weg. Und wenn das gut läuft für dich, kannst du sogar sein ganzes Gebiet dann haben. Also das ist schon richtig gut. Du kannst von der Ferne deine Stadt stärken, indem du eine Luftbrücke machst. Du kannst Gegner angreifen übers Spielbrett hinweg mit Airstrike, wenn du das möchtest. Also ich habe echt Bock, das mit mehr Leuten zu spielen. Früher, als ich jung war, habe ich immer mit den beiden Sebastians haben wir immer Risiko gespielt und Carcassonne. Das hätten wir richtig oft gespielt, glaube ich, weil das ist genau, das ist, ich spiele gern Monopoly und ich spiele gern Risiko. Und das ist echt das Beste von beiden so vereint. Mit ein bisschen Finesse noch. Geil, also mich wundert es, dass da keiner drauf gekommen ist vorher. Finde ich ein sehr geniales Spiel. Schaut euch die Kickstarter-Kampagne an. Da gibt es noch mehr coole Videos. Ich werde es mit euch im Stream spielen. Noch jetzt nächste Woche, weil die Kickstarter-Kampagne geht nur bis Dezember und es wäre schön, wenn vielleicht der ein oder andere sich das Spiel dann doch zulegt, damit die das unterstützt kriegen. Weil mir macht es Spaß und ich hoffe, das ist ein Erfolg, ehrlich gesagt. Ja, danke.